So, guten Tag. Heute machen wir diese Bewegung. Das ist im Prinzip eine 2D Breathe. Nur hier sind ja beide Hände auf der rechten Körperseite. Und ich nehme eine Hand und tue die auf die andere Körperseite. Also isoliert betrachtet, rechter Arm geht auf die linke Körperseite und macht eine Achterbewegung. Linke Hand geht auf die rechte Körperseite und macht eine Achterbewegung. Die Pole drehen in die gleiche Richtung im Splitter. So, wie kommt man da gut rein? Man kommt da gut rein, indem man die Arme verkreuzt. So, jetzt nehme ich, wenn ich mich nach links drehe, dann ist der Pol, der in der Drehrichtung ist, also in dem Fall der blaue, wenn er nach unten geht, an den Füßen vorbei, auf die andere Seite nach oben. Sprich, an den Füßen vorbei, nach oben. Und der rote Pol folgt. Einmal kurz gucken. Blauer Pol, roter Pol. Wenn die Pol hochdrehen, wieder der Pol, der in der Drehrichtung liegt, also in dem Fall der rote, am Gesicht oben vorbei und der andere Pol folgt. So, das kann man ein paar Mal üben. Gerne auch in die andere Richtung drehen und zurück. Und mal mit anderem Arm oben. So die verschiedenen Variationen. Wenn das klappt, zuverlässig. Dann lasse ich die Pause, also dieses hier, weg und bin in der Achterbewegung. Ein bisschen Schwung kommt aus den Handgelenken, aber viel kommt über die Bewegung vom Oberkörper. Ja, da kann man jede Menge machen, da kommt man dazu, aber so jetzt erstmal viel Spaß beim Üben. Nicht vergessen, rechter Arm oben, linker Arm üben, rechts umdrehen, links umdrehen, üben, dass man auch hinterher wirklich viel Bewegungsfreiheit hat, wie man eigentlich da reingeht. Ja, viel Spaß erstmal damit und bis zum nächsten Mal.